Nimmt auf. Da, ja. Oh, ihr Pferdenerds! Willkommen zu einem kleinen spontanen Video. Schaut mal, wir haben hier so coole Utensilien mit und sowas. Und wir wollen ein paar Fotos machen, nämlich mit der neuen Kamera, die ich hier gerade in der Hand halte, mit der ich hier gerade filme. Mal sehen, was dabei so rauskommt und so, ne? Mal schauen. Mal schauen, was so geht bei dem Wind. Oh. Also, Ronja, mach nochmal. Nee. Also, mal sehen. Katja hat ein bisschen was aufgemacht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Es ist richtig Scheißwetter, ja. Super kacke gerade leider geworden. Da, aber die Konten haben das super gemacht. Ich weiß nicht, was wir jetzt alles noch kriegen oder ja, ob wir jetzt uns lieber einen Kuchen und einen Kaffee holen. Ja. Scheiße, ich glaube Kuchen und Kaffee. Ja. Yeah, wieder zu Hause im Trockenen. Das war jetzt mal ein ganz anderes Video und ich muss sagen, wir hatten unheimlich viel Spaß bei der ganzen Aktion, auch wenn das echt komplett spontan war. Und ich finde, dass auch echt coole Fotos dabei rumgekommen sind. Katja hat da schon coole Erfahrungen gesammelt und ich finde, sie hatte echt ein schönes Auge dafür. Ich bin da leider eher so, ich kann das nicht besonders gut, deswegen gibt es leider auch nicht so viele Fotos von Katja. Mir hat das ganze Fotografieren und so total viel Spaß gemacht, aber auch so das Nachbearbeiten, das Ganze in andere Welten zu versetzen. Und weil ich es cool finde, immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren, dachte ich, ich starte mal eine kleine Challenge. Unten in der Infobox findet ihr einen Link zu ein paar Fotos, die jetzt noch nicht groß weiter bearbeitet sind, und macht was draus, versetzt es in andere Welten oder keine Ahnung, seid kreativ. Schickt mir das Ganze an info@serenityhorses.de. Schreibt in die Mail auf jeden Fall euren Instagram-Namen oder YouTube-Account oder. Und dann mache ich daraus ein Community-Projekt. Nochmal so ein Video mit euren Ideen. Denn mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Also dann, los geht's!
Außerdem wird es jetzt dann demnächst noch das ein oder andere Bild dann auch auf Instagram geben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hier unter mir könnt ihr auch noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Da in diesen runden Bubbeln, da ist auch Katjas Kanal drin verlinkt. Und hier drüben findet ihr noch zwei weitere Videos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!